Ist es okay, wenn wir ein paar Minuten aufnehmen? Nee, ich glaube nicht. Zwei, drei Minuten? Ja, ja, das sind ja nur ein paar Aufnahmen. Okay, das soll nicht öffentlich sein, deswegen können wir jetzt keine Aufnahmen machen. Dann haben wir das jetzt auch geklärt. Ne? Entschuldigung, Franz, haben wir eine Minute Zeit? Ich bin noch Europakandidat und das ist für mich ganz wichtig. Ich habe ein Kamerateam mitgebracht. Ich bin jetzt seit 3,5 Wochen unterwegs und überall werde ich gefragt, warum brauchen wir Mindestlöhne? Welche Antwort sagst du darauf? Naja, weil Europa die ermöglicht, diese Mindestlöhne, weil die Mindestlöhne dazu beitragen, dass die Leute einen gerechten Lohn bekommen und der Arbeitgeber sich nicht durch Niedrigstlöhne Konkurrenz gegenüber seinem anderen Unternehmer erwerben soll. Sozialmarktwirtschaft sieht das nicht vor. Die Löhne sollen so hoch sein, dass der, der voll arbeitet, davon auch leben kann. Und das wollen wir für alle Branchen. Überall, wo ich unterwegs war, und das war für mich auch interessant, die Leute verstehen das. Ganz normale Leute überall, die wollen den Mindestlohn. Und warum schaffen wir das nicht? Na, wir haben es ja in einigen Branchen geschafft, aber eben nicht flächendeckend, weil die Union nicht mitmacht. Deshalb müssen wir alleine regieren oder in einer anderen Koalition, wo man das dann machen kann. Vielen Dank. Okay. Ja. Alles gut. Ja. Ja, danke. So. Ich begleitete Alfred 10 Tage lang auf seiner Wahlkampfreise. Damals erzählte er mir zum ersten Mal von seiner Idee, aus seinen gesammelten Videoaufnahmen einen Film zu machen. Eben nicht gecastet, sondern war der echte Franz und der echte Dr. Siegers. Und der Film ist eine ziemliche Unglaublichkeit. Das ist nämlich ein Mensch, der sich hier vorstellt und der für die SPD in den Europawahlkampf geht und Ambitionen hat, da was zu werden, der nebenan für die Friedrich-Ebert-Stiftung die Welt bereist hat. Sein Leben, seine eigene Praxis, seine Welterfahrung, seine praktischen Tätigkeiten in diesen Ländern wie Afrika und Asien zu dokumentieren, er selber sich, um sozusagen sein Leben im Dokumentarfilm aufzubewahren, zu retten, zu adeln, man weiß es nicht. Und wie Sie gerade gesehen haben, gibt es da Momente, wo man entscheiden muss, ist es Realsatire, ist es wirklich so im Hintergrund? Und diese Unglaublichkeit eines Dokumentarfilms können wir sehen. Dr. Alfred Diebold. Genau. Hat sich zurückgezogen, lehrt irgendwo an der Uni in Kasachstan und hat sich also ein bisschen zurückgehalten. Und spannend ist eben, wie sozusagen er sich selber inszeniert, er sein eigenes Leben für die Nachwelt, für sich selber konstruiert. Und daraus hat der André Siegers einen Film gemacht, der verblüffend ist, weil er die Mechanismen, wenn man so will, von Politik zeigt und zum Zweiten auch zeigt, wie sozusagen man Selfies nicht nur machen kann mit irgendwelchen Smartphones, sondern auch im dokumentarischen Genre. Diesen Film, der uns ein bisschen einführen könnte in einen Bereich, der natürlich in diesem Jahr nicht nur am Rande am Programm teilhat, Politik, Geschichte, Veränderung. Dieser tut das in einer sehr gemischten Form von Inszenierung und Dokumentation.